Mein Name ist Bela Raber. Ich bin Mode- und Werbefotografin aus München. Bin geboren in München 1972. Fotografiere schon seitdem ich Teenager war und habe mit 18 Jahren meine Ausbildung gemacht in der Fotografie. Später folgte dann Meistertitel. Ich habe hier mein Greenlight-Studio in München und betreibe das auch als Mietstudio, arbeite national und international für meine Kunden und habe großen Spaß an meiner Arbeit. Inwiefern spielt das Thema Identität in deinem Leben eine Rolle? Das Thema Identität spielt eine ganz wesentliche Rolle und auch eine Schlüsselrolle, gerade bei meiner Persönlichkeit, weil ich mich eigentlich, was mein Geschlecht angeht, auch immer als Frau gefühlt habe, aber als Mann geboren wurde. Und das auch für mich ein Prozess ist, wie eine Raupe sich irgendwann irgendwie verpuppt und dann zu einem Schmetterling wird. So fühlt sich das für mich an, aber das hat jetzt nicht nur oder eigentlich nur ganz wenig nur mit den äußerlichen Aspekten zu tun, sondern vielmehr ist es ein innerseelischer Prozess, der über viele Jahre stattfindet. Und so machen wir Menschen ja alle unsere Entwicklung durch. Und für mich ist dieses Thema ein Schlüsselthema. In welcher Lebensphase hast du begonnen, dich mit dem Thema Identität auseinanderzusetzen? Dass ich sozusagen das Gefühl hatte, zum ersten Mal lieber als Frau durch die Welt zu gehen, da war ich 12. Und dann gab es eigentlich danach gar nicht irgendwie den Tag X, wo ich mich entschieden habe, sondern das war wirklich ein Entwicklungsprozess, der sehr weich stattfand. Ich habe einfach immer dem nachgegeben, was ich innen gespürt habe, und das hat sich im Außen als weiblich manifestiert. Es gibt eine Identität, die man sich selbst zuschreibt. Es gibt aber auch eine Identität, die einem zugeschrieben wird. Wie war es für dich in der Schule? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich habe in der Schule, Gott sei Dank, nie negative Erfahrungen gemacht mit Mitschülern oder Lehrern. Ich wurde nie gemobbt. Das lag daran, dass ich, Gott sei Dank, das ist, denke ich, eine Gabe oder auch einfach mein Wesen, immer auf Menschen zugehe, besonders wenn sie ein Fragezeichen im Gesicht haben sollten, aber auch einfach, weil es meinem Naturell entspricht. Ich ziehe mich nicht zurück, sondern ich gehe immer nach vorn auf die Menschen zu, und damit habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht. Und so, Gott sei Dank, auch durch Sportlichkeit und Aktivität hatte ich diese Probleme nicht, wohl aber schon auch in mir selbst, dass ich mich nicht so richtig zugehörig gefühlt habe bei den Mädchen. Als ich 12, 13, 14, 15 war, war ich nicht wirklich integriert, weil ich irgendwie anders war, und bei den Jungs genauso wenig. Trotzdem hatte ich natürlich tolle Freunde, aber die waren immer so an einer Hand abzuzählen. Mit denen bin ich allerdings durch dick und dünn gegangen, und die war das zu dieser Zeit damals kein großes Thema. Das Thema entstand dann so mit 18, 19 für 4, 5 meiner besten Freunde, als ich mich dann nochmal eben offiziell geoutet habe. Vorher wussten die Freunde immer nicht so wirklich ganz konkret, was und wie. Es war immer irgendwie klar, dass ich anders war, aber ich habe dem damals kein Label geben können. Das habe ich dann getan, als ich 18, 19 war, und gesagt, hört mir zu, ich wäre lieber eine Frau. 2 von 5 Freunden hatten damit ein großes Problem.
Lustigerweise bin ich mit denen aber heute auch immer wieder, immer noch in Kontakt und wir haben gemeinsam, nachdem das eben auch offene und tolle Menschen sind, nicht locker gelassen über die Jahre weg, trotz großer Pausen, und haben immer wieder den Kontakt gesucht, um eben auch das aufzulösen, aufzuarbeiten, wenn da irgendwie Vorurteile da waren. Ich bin dann auch mit Kleid und geschminkt, absichtlich zurechtgemacht, zu einem meiner besten Freunde von damals gegangen und gesagt, schau her, ich bin das, ich bin jetzt Frau. Wie stehst du heute dazu? Und dieser Freund war mit 18, konnte der gar nicht damit umgehen, weil ich ein männliches Vorbild war für ihn. Ich hatte eine männliche Vorbildrolle und heute steht er anders zu den Dingen, hat mich dann umarmt und hat gesagt, ja, das ist toll. Und ich habe also nie locker gelassen. Also es kommt immer darauf an, wie man auf die Menschen zugeht. Wie steht es um die Identität im Personalausweis? Das gab natürlich dann im Personalausweis einen Zwiespalt auch. Wobei ich in Deutschland damit jetzt nicht so große Probleme hatte. Also inzwischen ist es ja auch so, ich bin ja da mit diesem Thema nicht mehr alleine, sondern durch Medien, durch die öffentliche Meinung und den Zeitgeist. Es sind viele Transgender offen heute in Europa, in Deutschland unterwegs, und deswegen die Polizei zum Beispiel, öffentliche Behörden in Europa kommen mit dem Thema eigentlich gut zurecht, witzig. Allerdings ist es natürlich schon so, dass man irgendwann ein Häkchen dran machen möchte und es auch den Menschen leichter machen möchte, weil viele Menschen doch zu Schubladendenken neigen, und wenn man das möchte, im Außen als Frau wahrgenommen zu werden, ist es natürlich gut, ein rundes Gesamtbild abzugeben. Und deswegen habe ich mich entschieden, auch den Pass ändern zu lassen. Und das ist eigentlich jetzt erst, ich bin jetzt 47, so, dass ich gerade dabei bin, einen neuen Pass zu bekommen. Siehst du einen Zusammenhang, eine Beziehung zwischen diesem Projekt und dir? Es ist natürlich immer die Frage, wie weit geht man überhaupt mit diesen Labels? Wie weit, da neige ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster raus, wenn ich sage, Jesus hätte ja eventuell auch in einem anderen Land geboren werden können. Er ist dort geboren worden, weil er dort wahrscheinlich am meisten bewegen konnte zu der Zeit. Es ist aber, ich sehe uns Menschen ja als Einheit und als wir haben eine Welt. Ich mag also diese Abgrenzungen im Grunde genommen überhaupt nicht. Und für mich spielt es auch eigentlich keine Rolle, ob Jesus Jude war, sondern das, was er gesagt hat, spielt eine Rolle. Es ist also, geht also nicht darum, dass man sich irgendwie etwas darauf einbilden kann, ob man Jude, Russe, Deutscher ist, sondern dass wir stolz darauf sein dürfen, dass wir Menschen sind und auf dieser Welt zusammen leben dürfen. Und ich finde das Projekt unglaublich wichtig und wertvoll, um auch diese Grenzen aufzuweichen und um uns immer wieder eine Sinnfrage zu stellen, um uns immer wieder zu konfrontieren mit, wer bin ich überhaupt, warum bin ich überhaupt hier. Und deswegen bin ich natürlich sofort dabei bei Projekten, und ich finde das Projekt von der Ilana Levitan sensationell, als Spiegel für unsere Gesellschaft. Welche Fragen würdest du dir im Zusammenhang mit dem Adam-Projekt und deiner Identität stellen?
Wie fühlst du dich, wenn du dich nicht versteckst hinter deinem Armani-Anzug oder deinem Givenchy-Kleid? Hier in der Ausstellung und alle schauen dich an. Was bedeutet für dich Ausgrenzung? Was ist deine größte Angst? Was bedeutet Mut? Wo warst du mutig? Das sind maßgebliche Fragen, die uns immer animieren, outside of the box zu denken und uns aus unserer Komfortzone herausreißen, wenn wir uns darauf einlassen. Gibt es im Zusammenhang mit der Ausstellung etwas, was dir besonders am Herzen liegt? Es gibt noch ein Thema, das aber dann tatsächlich sich frei macht, auch von geschlechtlicher Identität, das mir am Herzen liegt, nämlich unsere Entwicklung als Menschen. Wenn wir uns mit unserer eigenen Identität beschäftigen, wer wir sind und wohin wir gehen und wie unsere Entwicklung in unserem Leben ist, weil wir uns immer natürlich gerne in vermeintlichen Sicherheiten bewegen und wir nur dann Lernschritte tatsächlich machen können, wenn wir aus unserer Komfortzone heraustreten. Und manches Mal ermöglicht uns das Leben durch schwierige Lebenssituationen, schwierigste Aufgaben, die es zu bewältigen gibt, zu wachsen, und wachsen tut immer weh. Also wenn wir in der Lage sind, Ängste zu überwinden, dann kommen wir einen Schritt weiter. Und das ist für mich eine ganz maßgebliche Geschichte. Das betrifft jetzt nicht Transgender, sondern das betrifft alle Menschen. Und letztlich ist es dann auch irgendwann egal, ob ich Jüdin bin, transsexuell bin, Franzose, Bauer, Hufschmied, Arzt. Wir sind alle in unserer Wirklichkeit, in unserer subjektiven Wahrnehmung. Und ich glaube, Grenzen sprengt man dann, wenn man sich nicht mehr einreden lässt von außen, dass das, was man tut, schlecht ist oder verkehrt ist, sondern dass man nur auf seine innere Stimme, auf seinen inneren Gott hört, der einem immer das Beste will. Und wenn man ehrlich ist zu sich selber und einfach das nach außen lebt, was man innen spürt, dann wird man richtig, egal was man tut. Danke. Danke, Bela.